Aktuell ist es so, dass ich mich immer besser fühle. Ich erkenne Fortschritte, es geht Tag zu Tag besser. Und dass so gut jetzt vorwärts geht, ist sicher mal schön, aber es ist schon ein Stückchen vor mir bis zum Comeback. Bereits zwischen März 2015 und August 2016 hatte ich eine Verletzung im Bereich des Beckenbodens zu einer langen Pause gezwungen. Jetzt hast du wieder die Pech mit einer Verletzung. Wie bist du mit dem erneuten Rückschlag umgegangen? Ja, klar habe ich am Anfang gedacht, es kann nicht schon wieder ich sein, dass es wieder mir passieren muss. Aber ich denke, so hatte ich gerade die Diagnose, was ich habe. Letztes Mal war es etwas schwieriger, habe ich nie genau gewusst, was ich habe. Und es hat sich immer rausgezögert. Und so habe ich jetzt einen Plan, wie wir vorgehen. Kommen einem als Fußballer bei solchen schweren Verletzungen in einer kurzen Zeit auch Zweifel, wie es mit der Karriere weitergeht? Ja, Zweifel eigentlich nicht unbedingt, aber natürlich denkt man sich, eben, wieso ich, wieso schon wieder. Aber ich habe mich letztes Mal schon zurückgekämpft und ich würde das mal wieder machen. Wie ich mich selbst motiviere, ich will wieder Fußball spielen und sicher darum. Ich will wieder auf dem Platz stehen, der Mannschaft helfen. Und ich will wieder, was ich am liebsten mache, Fußball spielen. Und darum stehe ich von Tag zu Tag morgen auf und will an mir arbeiten, will, dass es wieder gut kommt. Und darum habe ich ein klares Ziel vor Augen. Wie sieht der Zeitplan aus? Wann denkst du wieder mit der Mannschaft zu trainieren? Ja, ich hoffe es dann im neuen Jahr, dass es so weit ist. Ich denke, es muss alles super laufen, dass ich dann wieder bei der Mannschaft sein kann und mit ihnen trainieren. Aber wichtig ist, dass ich wirklich voll gesund bin und alles gut habe.